Das internationale Damenspitzentennisturnier, die Nürnberger Gastein Ladies, finden heuer zum 8. Mal statt. Was ist der Stellenwert dieser Veranstaltung für Salzburg? Das Tennisturnier ist natürlich Teil einer langfristigen Strategie. Wir haben uns gesagt, wir wollen Salzburg vor allem im Sommer sehr sportaffin positionieren, dynamisch, jugendlich, sympathisch. Und damit auch viele Menschen erreichen, und das können wir, wenn es Fernsehübertragungen gibt. Und wir sind zum Beispiel jetzt im Tennis Channel in USA präsent mit 60 Millionen Zusehern, die sehen Bilder aus Bad Gastein, und das hat natürlich eine enorme werbliche Wirkung und auch eine imagebildende Wirkung. Und dazu kommen die ganzen direkten Nächtigungen, all das, was vor Ort bleibt. Und schließlich werden aus solchen Veranstaltungen auch Investitionen angestoßen. Denken Sie, in Bad Gastein, die Bemühungen der Nürnberger Versicherung, den Europäischen Hof zu einem 5-Sternhaus aufzurüsten, oder auch wieder die Nürnberger Versicherung, die im September Schubert in Gastein diese wunderbare kulturelle Veranstaltungsserie macht. Also es trägt Früchte, und zu Beginn eines solchen Projektes weiß man nie, ob es gut geht. Da ist ein gewisses Risiko dabei. Man hat eine Beobachtungszeit von, ich sage mal, 5 Jahren in etwa. Aber jetzt nach 7 Jahren und im 8. Jahr können wir sagen, das war der richtige Weg und es ist eine gute Positionierung. Welche Leckerbissen haben die Tennisfans beim diesjährigen Nürnberger Gastein Ladies zu erwarten? Ja, es ist uns mit großer Freude, darf ich das berichten, gelungen, erstmalig eine Top-10-Spielerin zu verpflichten. Und zwar mit Sarah Errani, wirklich eine der führenden Sandplatz-Spezialistinnen der letzten Jahre. Sie hat 7 Einzeltitel gewonnen, 20 Doppeltitel, war im Finale in Paris und ist, wie gesagt, eine herausragende Sandplatzspielerin, und wir freuen uns sehr, dass sie heuer im Juli nach Gastein kommt. Welche Österreicherin hat die größten Chancen aus Ihrer Sicht? Ja, wie alle Jahre zuvor ist es Yvonne Meusburger, die immer sehr gut in Gastein gespielt hat, mit dem Höhepunkt natürlich dem Turniersieg im letzten Jahr. Sandra Klemenschitz hat das Doppel gewonnen, und so gab es erstmalig in der Geschichte der Damen-Tennis-Turniere einen österreichischen Doppelsieg. Das Tennisturnier in Gastein ist auch ein Garant für ein umfangreiches und attraktives Rahmenprogramm. Was haben die Zuseher heuer zu erwarten? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man neben dem Spitzensport auch für alle Zielgruppen etwas anbieten kann. Also vom Kids Day angefangen, der von Red Bull unterstützt wird, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Den Ladies Day, Gentlemen Day, die Players Party, die heuer unter dem Motto Tracht stehen wird. Also die Spielerinnen im Dirndl, die Coaches in der Lederhose. Ich glaube, das wird wieder ganz lustig. Wir haben da diverse Aktivitäten geplant, auch einen Touristikertag, wo wir wirklich alle einladen aus der Region. Also es wird, glaube ich, ein spannendes Rahmenprogramm sein, wie alle Jahre. Aber wichtig ist, dass beim Nürnberger Gastein Ladies der Sport im Vordergrund steht.